Moin moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Minecraft Flucht. Hallöchen. Seid ihr auch wieder da? Ja, die sind auch wieder da. Freiwillig? Nein, ich denke, ich hoffe doch. Ich zwinge hier niemanden, meinen Channel zu gucken. Ja, man kann ja nie wissen, ne? Wie soll ich die Leute dazu zwingen, meinen Kanal zu... Weiß ich nicht. Verfolgen? Verstehe ich jetzt gerade nicht ganz, aber ist ja gleich. Ich war... Oh. Oh, danke, du. Hallo. Ich war's nicht. Nein, du warst es auch nicht. Ein Creeper ist runtergefallen, ist genau straight auf mich zugelaufen. Oh, jetzt hast du auch schon so einen schönen Schwebeblock in der Tür. Hä? Oh, nicht noch einer. Oh, komm, Digi. Ehrlich jetzt. Oh, und dieses Mal haben wir ihn umgeklatscht. Und ich glaube, es wird wieder hell. Hm. Vor allem, wo kommen die ganzen Creeper denn bitte her? Und vor allem, warum spawnen so viele Mobs hier? Kann ich dir allerdings... Ja, das ist richtig krass. Richtig krass. Bei dem Kloster. Oh, auf jeden Fall. Ja, da unten geht auch wieder Post ab. Auf jeden Fall werde ich hier mal schön mein Eisen abbauen, das wo ich vorher schon haben wollte, aber nicht hinkam, weil der Border noch drüber lag. Der Border. Ja, der dies Border. Und zweitens hier Skeletons waren, was auch nicht ganz so fresh war. Nee, ich wollte für uns eigentlich noch Wolle sammeln, aber es ist dann dunkel geworden und ich bin leider noch nicht ganz so gut ausgerüstet für die Welt da draußen. In der ich schon seit 3 Folgen lebe? Ja. Unausgerüstet? Ich will ja nicht alles wegbomben, das ist halt das andere, ne? Ja. Bitte erschreck dich nicht vor deinem Hauseingang. Jo, da ist schon wieder Creeper-Alarm. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal in diese Richtung gehen, wo ich vor diese schöne Sand unten kleine. Ich hoffe, hier läuft kein Creeper mehr rum. Nur noch ein Zombie und ein Skeleton. Mir fällt gerade so auf, dass ich noch gar keine Schaufel habe. Ich auch nicht. Ja, und hier ist Clay. Also, Ups. Kies. Kies. Nein, nicht Kies. Ton. Kies war Gravel. Was weiß ich, von was du redest? Clay. Cash ist Clay. hey, hier sind Pumpkins. Abbau? Pumpkins. Ich liebe Pumpkins. Ganz viel Pumpkins, verdammt, die kann ich nicht abbauen. Auf der anderen Seite des Borders. Wo wir noch nicht hinkommen. Hier sind Pflanzen. Oh. Warum habe ich gerade so einen Schaden bekommen? Weiß ich nicht. Ach! Achso, du bist in die Bären reingerannt. Die Bären geben Schaden? Ja, die Büsche schon. Sweet Berries, seit welcher Version gibt's denn die? Seitdem mit den Füchsen. Es gibt Füchse? Ja. Wo? Im Wald. Alter, ich hab das noch nie gesehen. Hä, nicht mal im richtigen Fluchtprojekt? Oh nein, oh nein, oh nein! Oh nein! Dafür kannst du mir das Fleisch mitbringen. Volti! Er hat Volti gesprengt. Volti? Ich wollte Volti mitnehmen. Okay. Ja, ich habe mir Volti jetzt getauft. Oh Mann. Das ist echt nicht cool. Ich habe mich gerade so schön mit ihm angefreundet. Ich habe ihn gerade geschert und so. Und dann sprengt er ihn mir einfach in die Luft.
So. Mir nichts, dir nichts. Volti hat ihm nicht mal was getan. Dann hat es einfach Peng gemacht und Volti war weg. Richtig, richtig krass. Wow. Nichts für schwache Nerven. Ich werde jetzt aber keine Beerdigung organisieren, ne? Ich muss aber ein Schild machen. Ich muss Volti hier. Willst du ihm jetzt wirklich ein Grab machen? Ist das dein Ernst? Ja, ich muss Volti ein Grab machen. Ich hab Zuckerrohr gefunden. Kann's leider nur nicht abbauen, weil der Border noch drüber liegt. Leider. Ich erkunde trotzdem schon mal Welt hinter dem Border. Oh, wie macht man einen Zaun, weißt du das gerade aus dem Kopf? Ja. Wie? Zwei Planken, zwei Stöcke, zwei Planken. Wenn nicht, dann andersrum. Also zwei Stöcke, zwei Planken, zwei Stöcke. Hä? Nein, ne. Hier, zwei Planken, Planken, Stöcke. Ja, was ist für dich eine Planke? Eine Stufe, ja, Holz oder ein Block? Halt, normales Holz. Holzplanken. Das ist ein Holzbrett. Ja, dann Holzbrett. Weil Planks, Planke, weißt schon. So. Nein, weiß ich nicht. Bei mir steht Planks. Plankes. Auch so eine Planke. Jetzt habe ich nämlich Ding verschwendet, weil ich dachte, du meinst hier Stufe. Nee, aber ich habe noch genug Holz, wenn du haben willst. Kann ich dir alles geben? Nee, ich kann mir auch mein Zeug selber bauen. Gott, wie sieht dein Haus denn aus? So wie es aussehen soll. Okay. Ja, moin. Warum? Ach ja, okay, deswegen despawnt das nicht. Weil. Dein Ernst jetzt? Weil hier noch Holz ist. Wir können aber ganz smooth eigentlich so machen. Um den Fortschritt ein bisschen zu ver. Schneller. Ich finde es ja jetzt cool, dass die Items ziemlich so gut wie es geht aneinander gebunden werden. Also ja. Dass nicht so viel Zeug halt rumliegt. Also gesteckt. Meine Axt ist gerade kaputt. Gegangen. Weißt du, wie blöd dein Eingang gebaut ist? Weiß schon, ich werde eh irgendwie was umbauen. Ich kann keinen Schutzgraben bauen, wie ich es wollte. Ich brauche aber erstmal eine Schaufel. Alles hier umgraben. Ich brauche eine Schaufel. Hier. Aber ich brauche dann noch eine Axt. Zwei. 1. Dann fangen wir mal an, ein bisschen was. Ich will nämlich hier ein bisschen umbauen. Ich betreibe Terraform. Für alle, die nicht wissen, was Terraforming ist. Das heißt. Er baut sich die Natur so, wie er sie möchte. Richtig. Ich nehme da weg und baue woanders hin, auf Deutsch. Ja, du baust es so um, wie du es möchtest. Ja, richtig. Baue nicht in der Natur so, wie ich gespawnt gekriegt habe. Sondern ich trage die Erde jetzt erstmal hier eine Schicht ab. Dann habe ich hier schon mal eine gerade Fläche, dann werde ich da ein Stückchen rausgehen auf jeden Fall. Dann werde ich mein Haus drüber setzen und quasi meinen Kellereingang hinten bei dir wegbauen. Dann kannst du deinen Schutzwall bauen, wie du möchtest. Dann 1, 2, 1, 2, 1.
Ist jetzt nicht gerade spannend, ich weiß. Aber es muss sein. Ich muss auch mal mein Zeug bauen. Meins ist auch nicht interessanter gerade. Oh, ich habe einen Fehler gebaut gerade. War ja schon auf der richtigen. Ich muss morgen auch wieder gucken. Viele, viele Folgen bearbeite, drehe und schneide und pipapo und alles. Damit mein YouTube-Kanal nicht stehen bleibt. Kannst du ja gerne machen, ich muss arbeiten. Jo, ich habe jetzt Urlaub eine Woche. Abgesehen davon habe ich montags generell frei. Abgesehen davon kannst du auf den Geburtstag meines Vaters und ich. Echt mies ist, ich weiß. Vor allem, weil es der 60. ist. Erstens das und zweitens du seine Tochter. Ja. Schön alles abbauen hier. Aber ich denke, wir werden es eh soweit nicht schaffen, dass wir. Okay, unsere Schaufel ist kaputt. Dass wir unser Haus gleich soweit aufstellen können. Nerviges. Ach komm, echt jetzt. Ich hasse es, wenn die Bäume so hoch sind. Dass du dich jedes Mal hochbauen musst. Das ist echt. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich baue mir die Welt, die sie mir gefällt. Ja, genau. Was denn? Das war nur eine Feststellung. Oh, ich hab's gleich geschafft. Ich hab gleich die ganzen Ebenen fertig, was ich mir machen wollte. Eine Schicht noch und dann bin ich soweit fertig. Noch wird es schon wieder dunkel. Das kann es doch nicht wahr sein, oder? Nein, doch. Tatsache. Ey, ich schaffe irgendwie gar nichts. In der Zeit, wo es hell ist. Oh, nee. Ich könnte ja Fackeln aufstellen, weißt du, aber das bringt mir auch nicht viel weiter. Vor allem habe ich eh nur noch eine Fackel. Und was essen muss ich auch demnächst wieder. Okay. Dann auf jeden Fall mal wieder zurück in unser Häuschen. Und dann werde ich noch die zwei Eisen hier auf jeden Fall mit reinpacken. Anstatt dass er vorne lang geht, weil er weiß, ich bin umbauen. Nein, er geht immer durch seinen komischen Eingang. Na moin, hallo. Grüße. Soll es so ein Ausblickstower sein? Balkon, ja. Es sollte ein Balkon werden, wo dann eine Leiter zu so einem Steg runtergeht. Okay. Smooth Sache auf jeden Fall. Finde ich nicht schlecht gemacht. Und was sagst du zu meiner? Sehr schön. Weißt du, ich baue seine Hauswand um und da kommt auch nichts. Welche Hauswand denn? Diese? Du hast eine zweite Tür, ach so. Und eine zweite Tür hast du reingemacht. Ja. Finde ich cool. Ich hatte eine über und mich hat es gestört, dass man bei dir immer nur eine aufmachen kann. Danke schön, auf jeden Fall. So, dann verstauen wir mal mein ganzes Zeug hier. Ach ja, ich habe mir drei Eisen gemopst, weil ich wollte mir einen Eimer bauen, dass ich den Graben machen kann. Jetzt stand es bloß einmal da. Ja, jetzt hat sich's wahrscheinlich eingekriegt. Ja, auf jeden Fall geht's jetzt ganz normal weiter. Okay, das finde ich schon mal gut. Hier, wo ich jetzt mein Terraforming gemacht habe, sind keine einzigen Viecher. Was nicht unbedingt ganz so verkehrt ist.
Okay, nein, ich habe mich getäuscht. Hier ist ein. Aber ich lasse ihn lieber. Töte ihn lieber. Bevor ich rausgehe. Und er steht direkt straight vor meiner Haustür. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, Haustür raus. Überraschung. Bumm. Muss nicht sein. Wie macht man Leitern? Mit Sticks als Haarform. Nach wie vor. Da hat sich ja nichts geändert, glaube ich. Oh, ich kriege endlich wieder ein bisschen Sand für. Würdest du mir Hurt kurz Holz geben? Wo bist du schon wieder? Ich bin oben auf meinem Haus gerade am Berg. Ja, dadurch, dass ich hier umgebaut habe, komme ich da nicht mehr hoch. Ich habe gerade kein Holz dabei, das ist alles in meiner Kiste. Kannst du mir ein bisschen Holz geben und sie gönnt sich zwei Stacks? Was Nein, ist los bei dir? eineinhalb. Hey, weißt du, was das für eine Arbeit war? Ja. Sonst bin ich nämlich immer der, der das macht. Ich glaube, ich spinne. Bisschen Holz. Ich glaube, es hackt. Warum? Ja, ich weiß nicht, was für dich ein bisschen Holz ist, aber für mich sind ein bisschen Holz nicht 1,5 Stacks. Na, wenigstens siehst du ein, dass es jetzt nur eineinhalb sind. Ja, mein Gott, da waren es halt nur 1,5, ne? Ey. Wahnsinn. Immer dreister werden die Leute. Ja, weißt du, bei mir ist halt so, wenn mir jemand den kleinen Finger reißt, ziehe ich ihn mit ganzen Hand zu mir. Gott, war der Spruch schlecht. Nee, einfach nur alt. Ja, deswegen war er auch schlecht. Jetzt würdest du sagen, dass Sprüche von meinen Eltern schlecht sind. Hab ich nicht gesagt. Sind aber auch alt. Na moin, hallo. Oh, okay. Weißt du, was ich halt enorm krass finde? Dass Zombies so eine übelst harte Range haben. Oh, da kommen ja noch zwei. Und tschüss. Aua. Versuche ja eigentlich bloß hier ein bisschen was umzugraben und es kommen einfach immer mehr Zombies. Das ist der Wahnsinn. Und tschüss. Es hört halt nicht mehr auf, ne? So viele Zombies und so wenig Kämpfer. Und ein Creeper sagt gerade Hallo. Muss aufpassen. Alles gut, hat nichts wirklich Wichtiges gesprengt. Kann ich mein halbes Haus weg? Nee. Nur ein Viertel Ich davon. wollte es gerade sagen, nur das Viertelte. Denn ich muss hier tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil erstens da drüben ein Creeper steht. Hier steht ein Skeleton und ich habe keinen Bock mehr, ich gehe in mein Haus. Wow. Abgesehen davon haben wir gleich unsere Folge schon wieder durch. Wo war ich denn überhaupt stehen geblieben? Stimmt, ich war ja froh, dass ich jetzt endlich wieder Sand gefunden habe. Ich habe immer noch zu wenig. Habe hier Fleisch für dich, wenn du. Hier lecker, lecker Fleisch. Hä? Da oben steht ein Skeleton. Okay. Hätte ich jetzt einen Pfeil am Bogen, könnte ich straight nach oben schießen, aber habe ich nicht. Naja, auf jeden Fall.
Wenn euch diese Folge gefallen hat. Schau mal. Hm? Du hast dich ausgesperrt? Ja. Oh Mann, auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Aktiviert die Glocke, um nicht weitere Folgen zu verpassen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. Nö.